einschränken. Also wenn es vor der Runde einer gesagt hätte, dass wir am 28. Spieltag oder am 27. Spieltag so dastehen, dann hätten wir das alle unterschrieben. Wir haben keinen Druck. Druck liegt bei den anderen Mannschaften und von dem her ist bei uns alles gut. Ich denke, wir sollten da auch keinen Tag irgendwie uns ausruhen. Wir haben noch nichts gewonnen. Deswegen haben wir die Zeit auch so genutzt, dass wir da jeden Tag trainiert haben. Und ja, den Sonntag haben wir jetzt mal frei. Und dann können wir wieder nächste Woche starten. Ja, check, ja, check. Ja, bleib dran, bleib dran, kein Foul. Ja, gut, gut. Ja, bleib dran. Also das Feedback ist da und es ist auch gut. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man dann auch die Trainingsqualität hochhält, auch für die anderen Spieler, dass sie wissen, dass da hinten dran einer ist, dass wenn man was verrutscht, dass ich bedenkenlos da auch einspringen kann. Letzte Saison war das ähnlich im Spiel gegen Karlsruhe oder in St. Pauli. Und ich war immer positiv und ich denke auch nur so geht's, weil wenn man den ganzen Zeit den Kopf in den Sand steckt und dann mal gebraucht wird, dann kann man nicht einfach so einen Schalter umlegen. Und das ist das, was uns ausmacht, was die ganze Mannschaft ausmacht, dass der Trainer da bedenkenlos jeden einen reinschmeißen kann. Und ich denke nur so geht's. Bleib dran, bleib dran! Ja, ja. Bitte! Bitte! Ja, genau. Anfangs haben wir uns nicht so hoch eingeschätzt, aber wir sind dann doch überraschend Turniersieger geworden und es war eine willkommene Abwechslung im Training. Ja, ich denke, meine Sicherheit am Ball, der Plat hat hinten die Bälle gut geholt und der Kucker mit seinem Schädel hat dann die Dinger immer reingehauen und so hat kein Team gegen uns eine Chance gehabt und sind ohne Niederlage durchs Turnier gekommen. Der könnte sein, wie er wollte.